Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und dem oströmischen Kaiserreich Byzanz. Im letzten Teil haben wir eine ägyptische Streitmacht vor Kairo vernichtet. Damit dürften die Ägypter so gut wie keine nennenswerten Widerstände mehr darstellen. Ich denke, wir können eigentlich gleich weiter marschieren Richtung Dongola. Hier unten haben wir ja jedenfalls mal alles Mögliche entdeckt. Was sind das? Ägyptische Kaufmänner. So. Dann stellen wir doch unseren Spion mal hier vorne ab, damit wir auch sehen können, was da genau drin ist. Es sind nur zwei Einheiten momentan. Das schmeckt mir ganz gut. Wie wär's denn? Aber die würde ich ja alle irgendwie so... Ja, Herr. Verlieren. Dann machen wir es ein bisschen anders. Chef, lauf mal hier hin. Natürlich, mein Herr. Und nimm mal hier die 60 Trapezunder Bogenschützen mit. Also das geht auf jeden Fall. Die sind ja auch noch so gefährlich. 50, 80. Dann nimmst du mal die ganzen Trapezunder mit. So, dann haben wir hier noch ein paar Einheiten, die wir noch verteilen können. Machen wir das mal noch klar. Schwupp. Die nimmst du mir auch noch mit. Das sind drei Infanterieeinheiten, ist jetzt nicht viel, aber sind dafür in kurzer Zeit da unten. Haha, hat sich direkt gelohnt, dass hier so eine super Straße ist. Da geht das alles ein bisschen flotter. Dann wollen wir... Alexandria ist eine Stadt. Kairo ist eine Stadt. Wo ist die nächste Burg? Die ist in Gaza. Da wollen wir hin. Natürlich. Da wollen wir gerne hin. Wir bauen noch zwei Schiffe. Nur damit wir hier auch so ein bisschen das Terrain kontrollieren können. Aber warte mal, mach die zwei mal noch weg. Machen wir hier zwei normale Stadtwachen. Da haben wir auf jeden Fall genügend unterhaltsfreie Einheiten. 5 Stück, ne? Ja. Perfekt. Dann, pass auf, dann lass den mal noch weg. Mach noch eine Bogenschützenmiliz. So, dann haben wir da ein ganz klein bisschen weniger. Und dann machst du die hier. So, dann haben wir da unsere 5 Einheiten drin. Dann können wir die dann nächste Runde auch mit rausnehmen. Was, glaube ich, ganz praktisch wäre. Hier lässt du die, genau, lass die da mal alle drin stehen. Super Sache. Und unser König, der wird da unten... Oh, der kommt sogar bis direkt runter. Nice. Okay, alles klar. Wir tun mal so, als würden wir ihn noch nicht direkt belagern. Nur damit die KI das noch nicht weiß und sich da irgendwie jetzt jede Runde ein paar Einheiten reinschietet. Fände ich nicht so cool. Schön. Ja, dann haben wir hier eine ordentliche Armee. Wobei, halt mal. Sekunde. Ja, doch. Ja. Oh, Alter, da geht aber echt was an Truppen, ne? Machen wir noch ein bisschen mehr. Ja, mein Herr. Ach, da oben war ja noch dieses venezianische Eure Schiff, Befehle. Ne? Bereit machen zum Entern und Angreifen. Ey, der Kardinal ist auch krepiert. Nice. Okay. Ich dachte schon, der wäre jetzt da an Land gegangen. Das wäre jetzt sau nervig gewesen. Okay. Dann sind hier die Einheiten fortgebildet? Noch nicht. Ja, mein Herr. Macht aber nichts. Du wirst mit der Flotte hier managen. Und du segelst mir mal. Was mache ich denn jetzt hier? Was mache ich denn mit euch? Ich meine, euch brauche ich da jetzt nicht unbedingt. Ich meine, es schadet natürlich nicht, so ein paar Schiffchen noch hier zu haben. Ist auf der anderen Seite aber nicht so wichtig. Rodos dürfte dann auch bald wachsen. Eure Befehle. Tja. Lasst mich mal kurz nachdenken. Achso, erstmal wollte ich ja mit dir nach Aleppo. Okay, bild die fort. Erteilt mir einen Befehl. Eure Befehle, edler Herr. Ja, lauf du mal gerade hier rein. Was haben wir da so irgendwie? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Nichts Gescheites zum Mitnehmen.
Ja. Er teilt mir einen Pass auf, mach's folgendermaßen. Lauf hier runter. Beim ersten Sonnenstrahl. Und dann nimmst du da noch ein paar fette Einheiten mit. Eure Befehle. Und dann lass sie mal da drin mit dem Schiffchen. Ja, mein Herr. Kannst du da dazu? Schön. Gut, dann bleiben wir mal da vor Anker für eine Runde 2. Eure Majestät. Ach so, weil die keine Rüstung haben. Hihi, ja, ja, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, ja, ja. So, dann haben wir da 4 byzantinische Lanzenreiter und 2 abgesessene byzantinische Lanzenreiter. Das ist super, mach die mal gerade weg. Obwohl, nee, mach die noch mit der... bin mir gerade noch nicht so sicher. Also so eine Einheit abgesessene Lanzenreiter können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Ja, es ist eure Befehle, edler Herr. Okay. Die Garnison da passt. Das Ding wird belagert. Ihr bekommt ein paar der besten momentan erhältlichen Einheiten. Cool. Jo, der Onkel ist wann, der bleibt da noch eine Runde drin. Ja, einige von euch haben ja schon lautstark gefordert, ich soll Ungarn und Venedig schneller angreifen, aber ich habe da eigentlich noch nicht so das Rieseninteresse dran, weil ich will jetzt erstmal hier für klar Schiff sorgen. Das ist mir schon ein bisschen wichtiger. Ah, warte mal, hier, dich habe ich vergessen. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht. Okay, der hat sich eingekackt. Mein Sultan wünscht euch den Tod. Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Wir werden die Feiglinge ehrenhaft bekämpfen oder so. Ja, okay, was machen wir mit Mosul? Ich glaube... Ich lasse mal sicherheitshalber noch eine Burg hier. Ja, aber wirklich nur so als ungünstigsten Backup-Plan. Ich brauche auf jeden Fall Fernkämpfer in dem Teil. Ja, Herr. Oder Artillerie. Ich brauche sowieso noch Artillerie. Das brauchen wir auch noch. Oh, wir brauchen noch so viele Einheiten. Ah, und den, den Typen da, den Ketzer, den wollte ich noch anzünden. Ich bin Gott. Ja, mein Herr. Ah, das geht nicht. Okay, mein gut, Herr? Alles klar. Ja, ja, wir machen das dann später. Eure Befehle, edler Herr. So, hier unten bauen wir, bilden wir ein paar Einheiten fort. Dich habe ich auch bewegt. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen, ne? So. Ja, ich glaube, wir haben alles. Also zumindest fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Da ist gerade eine Einheit Rebellen entstanden. Eine Theologengilde in Thessaloniki. Ja, gerne. So was habe ich noch nicht. Machen wir das. Edler Herr. Eure Majestät. So. Direkt wieder weiter. Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Mach noch eine Stadtmiliz. Viele von euch haben ja auch gesagt, baut doch da mal ein paar gescheite Einheiten rein. Aber hey, wir müssen es auch nicht unbedingt, ne? Wir sind die reichste Seite. Sizilien und Mailand haben Frieden. Also, weil wir haben hier oben echt eine super Verteidigung. Wir brauchen in Thessaloniki jetzt nicht die Mega-Verteidigungseinheiten, ne? Ja. So, Häfen blockieren geht gar nicht, Junge. Ciao. Unsere Flotte war siegreich. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. Mach ich. Bereit machen zum Entern und Angreifen. Boah, der Bettnässer da hat überlebt. Das gibt's ja auch nicht, ne? Greifen auf euer Zeichen. Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Nee, ich will dich platt machen. Ja, Mistratte. Bereit machen zum Entern und Angreifen. Unsere Flotte war siegreich. Ich glaube, ich brauche mehr Feuerboote. Ja, mein Herr. Gehen zum Angriff über, mein Herr. Ja.
Ach, Moment, wir sollen die Siedlung komplett einnehmen. Nee, blockiert den Hafen. Mach ich doch, das ist doch der Hafen von Ragusa. Ja, mein Herr. Greifen auf euer Zeichen an. Sieg! Mach eine platt, so. Der Hafen ist blockiert. Komisch. Überall Platz 1, so muss das. Thessaloniki hat die Straßen gebaut. Ah ja, komm, der Minenverband, wir haben das Geld ja gerade, ne? Und dann Nikosia, orthodoxe Kapelle. Ausnahmsweise. Nicht das, was sie dringend bräuchten. Adana baut öffentliche Ordnung hier ist super. Dann bau doch die Landwirtschaft ein bisschen aus. Alexandria könnte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr öffentliche Ordnung gebrauchen. Deswegen bauen wir das Rathaus hier zuerst. Trapezunt hat die Burg ausgebaut. Weil wir die Kohle haben, können wir hier auch eine Burg hier direkt hinpflastern. Auf der anderen Seite sind da noch sehr viele Muslime. Deswegen bauen wir zuerst die Kapelle. Die geht ja auch super schnell. Edessa hat auch eine Kirche ausgebaut. Die Mine hier, die bringt zwar nicht viel Geld, aber bauen wir sie doch lieber jetzt, bevor wir sie nie bauen, oder? Auf der anderen Seite, hier gibt es noch nicht mal eine Rodung. Bau die Rodung. Tiflis hat den Trampelpfad gebaut, so hatte ich mir das vorgestellt. Bau direkt die Burg weiter aus. Mosul hat die Burg repariert. Bau den Burgner weiter. Und Tiflis hat die Burg repariert. Wunder, wunder, toll. So. Ja, Herr. Holen wir uns noch ein paar Söldner hier. Vielleicht so ein paar armenische Bogenschützen. Die haben Langstreckenfernkampfangriff, ne? Ja, die nehme ich mit. Ja, ist gut. Die sind cool. Zack. Werden Sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Oh, die halten nur eine Natürlich. Runde durch. Huhuhuhu, das wird schnell gehen. Die Armee meldet sich zur Belagerung. Seht nie Wadi, Ungläubiger. Genau. Edler Herr. Verzieh dich ins Wadi, Ungläubiger. Aber ich glaube, den müssen wir einfach nur mal gerade eine Runde zurückschlagen. Lobet den Herrn. Ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Sperrmiliz, ja. Und hier? Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Gott segne diese Belagerung, mein Herr. Greifen wir nun die Mauern an, Edler. Oder halten die länger durch? Ah, vier Runden. Okay, da habe ich mich eben verguckt. Alles klar. Damaskus kotzt wegen diesem scheiß Heretiker hier unten. Mein Herr? Wer ist Bote Chance von 50%, ihn auf den Scheiterhaufen zu bringen. Wen versuch's erstmal mit den 30% Dödeln. Ich bin Gottes Diener. Benennt den Heiden. Ja, mein Herr? Wer ist Bote der Ketzerei? Ketzerei verdient. Ich bin Gottes Diener. Benennt den Heiden, über den ich urteilen soll. Mein Herr? Da hinne, da steht er. Ja, mein Herr. Ich bin Gottes Diener. Ja, mein Herr. Ich bin Gottes. Ja, mein Herr. 34% Versuch, es hat nicht geklappt. Wen verdächtigt? Ah, hier, mein zuverlässiger Super-Endketzer hat es mal wieder geschafft. Cool. Rekrutierungsbericht schenken wir uns. Ach nee, guck mal da, die öffentliche Ordnung ist mies. Aufruhr, 15%. Sind ja Rebellen in der Nähe? Kann natürlich sein, ich sehe sie dann ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Hoffen wir weiter nach Süden. Das gilt übrigens auch für dich. Keine Spuren hinterlassen. Für heute ist die Reise zu. Aha. Ungläubiger. Ein Rebell. Da ist eine Piratenflotte. Ja. Ja, mein Herr. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja. Kannst du die angreifen? Mach das mal. Bereit machen zum Entern und Angreifen. Gut. Ein wirklich glorreicher Triumph. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Befehle, Eure Majestät. So, ab mit dir aufs Schiff. Was wollte ich mit dir machen, Junge? Erteilt mir einen Befehl.
Was wollte ich mit dir machen? Ich könnte ihn natürlich noch mit nach Bagdad nehmen. Ich könnte ihn mit nach Jerewan nehmen. Aber das ist alles irgendwie nix. Ich könnte ihn nach Trabzon nehmen. Das ist aber auch Quatsch. Ja, Herr. Wie ihr wünscht. Ich könnte mit ihm die Krim erobern. Für heute ist ich verkneife mir jetzt jeglichen Putin-Witz. Es ist ja nämlich eigentlich auch eine traurige Sache. Ja, mein Herr. Wir machen mal auf jeden Fall Folgendes. Wir haben da jetzt ja die Truppen fortgebildet. Was wünscht ihr? Ja. Befehle? Und dann ziehst du mal mit den Jungs hier Richtung Hafen. Morgen ziehen wir weiter, Herr. Das ist als Armee auf jeden Fall zu schade, um in Aleppo rumzustehen. Eure Majestät. Erstmal noch. Ja. Befehle. Vorwärts. Yay, ich kann ihn hier fortbilden. Gut, okay. Und hier gehen drei. Dann hole ich mir hier noch eine Einheit. Sperm-Elites. Und du. Eure Befehle, edler Herr. Ziehst auf jeden Fall weiter wir Richtung marschieren. Süden. Mein Herr. Oh ne, jetzt ist da. Das ist ja echt nicht wahr, ne? Wenn ich den mich jetzt angreife, dann habe ich nicht mehr genug Bewegungspunkte. um Dongola direkt anzugreifen. Oh Mann, ey, da ärgert mich aber das Spiel gerade wieder ein bisschen, ne? Okay, ab hier hin. So, Kairo. Ohne die Jungs hier raus. Das ist ja eigentlich eine Tip-Top-Armee erstmal. So schlecht ist sie ja nicht. Ab nach Gaza. Mein Herr, lasse die Truppen, edler Herr. Er teilt mir einen Befehl. Die Kampfeinheiten kannst du so schon mal mitnehmen. Führen Armeen zusammen. Eure Befehle. Die Infanterie kommt dann nächste Runde. Eure Majestät, er teilt mir einen Befehl. Es ist mir eine Ehre. Ich muss ja irgendwie sowieso hier runter irgendwie halt, ne? Ich glaube, hier ist die Siedlung irgendwo. Dann machen wir einen kleinen Umweg. Laufen wir ungefähr hier hin. Natürlich, mein Herr. Natürlich. Ja. Ja, Herr. Lauf hier hin. Das ist ja noch. Genau, ja. Super. Dann nimmst du dir da noch die Infanterie mit. Dann ist das mal eine Armee mit sehr, sehr wenig Fernkämpfern für meine Verhältnisse. Aber gerade am Anfang sind Fernkämpfer hier in dem Spiel ziemlich gut, finde ich. Also, sie sind billig und gut. Da geht noch eine. Ne, da gehen nur 4 unterhaltsfreie Einheiten. Oh, krass. Ja, Herr. Ja, mein Herr. Mein Herr. Ja, mehr konvertieren, Herr. Bitte. Ja, mein Herr. Oder warte mal, du ich warst ja hier mein Super... Nee, du warst nicht der Super-Endketzer. Wer ist es? Das ist der Feind der Ketzer und so weiter. Okay. Einen hierhin. Ich bin Gottes Diener. Einen hierhin. Ich höre auf zu beten, mein Herr. Mein Herr? Ich fahre morgen fort, mein Herr. Ja, mein Herr. Also, du gehst nach Tiflis. Ich kann heute nicht mehr weiter. Obwohl, das ist eigentlich zu weit weg. Vergiss. Ich fahre morgen fort. Wobei, das ist auch ziemlich weit weg. Okay, weißt du was? Lauf hier runter. Ich höre auf zu beten, mein Herr. Ich bin Gottes Diener. Mein Herr? Ich bin Gottes Diener. Mein Herr? 41, 60, 71. Ich bin Gottes Diener. Der hat einen Hexenjäger, cool. Okay. Ja, weißt du was, bleib du mal noch ein bisschen in Damaskus stehen. Und du baust ja gerade eine Kirche. Du hast schon eine orthodoxe Kirche gebaut, ne? Hol du mir mal einen Priester. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr von. hast du eine... Ne, du hast nur so eine Kapelle. Also eine Kirche soll es schon sein, damit der Typ ein bisschen mehr als einen Skillpunkt hat, ne? So, ich hoffe, dass diese ranzigen Timuriden und Mongolen jetzt noch nicht kommen. Aber ich gehe noch nicht davon aus, das ist eigentlich noch zu früh.
Also die Timuriden sowieso nicht, die kommen später. So, gehen wir nur ganz kurz die Städte durch. Baue ich auch überall. Außer in zwei Städten oder so, ne? Wo eh so gut wie. Also in Heraklion ist ja eh auch die. Da ist die Birne auch geschält, ne? Ah ja, komm, machen wir nur einen Ledergerber, warum nicht? Also wir haben es ja. Machen wir es halt noch. Nur weil wir eh so viel Geld verdienen. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, wir haben alles. Ja. Ihr wisst ja, ich speichere sehr oft, ich lade sehr selten. Das mache ich halt auch eigentlich nur, weil ich keinen Bock habe, die ganze Siedlungsverwaltung nach einem gecrashten Spiel nochmal neu machen zu müssen. Machen wir noch ein Feuerboot dazu. Und schauen wir nochmal da oben. Eure Befehle, edler Herr. Du hast doch hier Befehle. So ein paar. Aber die kommen nicht weit genug. Schade. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, mein Herr. 70%, 85%. Das sind eigentlich ganz passable Werte. Also viel mehr braucht man da eigentlich nicht. Ich könnte vielleicht noch einen Spion nach Sofia reinstellen, aber das ist irgendwie vielleicht nicht so wichtig. Schlimmer Ignorant, minus 1 Autorität, 5% Abzug auf Handelserträge. Plus 2 Gesetz, verbessert die öffentliche Ordnung, gebührliche Moral, plus 1 Autorität. Plus 1 Unruhe hat negative Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung. Und ja, zum Glück hockt er hier, ne? So, bilden wir da die Jungs wieder fort. Und dann holen wir uns irgendwann noch eine neue oder eine weitere Flotte hinzu. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ah, doch, meinen Burschen hier. Handelsrecht mit Dänemark. Glaub nicht, dass unser Volk das. Ihr habt noch einen Vorschlag? Ja, Karteninfo für 500. Wir haben nichts daran auszusetzen. War das alles? Perfekt, okay. Gab ja auch einige Leute, die gesagt haben, hey, du hättest ja auch für deine Handelsrechte immer wieder Geld verlangen können. Ja, aber wozu? Also, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, ja. Theologengilde in Korinth. Nee, Korinth ist jetzt nicht so die Stadt, wo ich das unbedingt haben will. Wir suchen noch das Heilige Römische Reich, weil ich glaube, mit denen habe ich noch keinen Deal gemacht. Hier lege ich eine Pause an, mein Herr. Nee, halt. Bauen einen Katapult-Dingsbumsmacher. So, Nicea. Könnte eigentlich noch mehr wachsen, finde ich. Deswegen bauen wir die Bewässerung. Du, Razzo. Bau einen Übungsplatz. Wir haben doch die ritterlichen Ställe. Was bringt das da? Byzantinische Kavallerie und Skytikon. Ah, okay. Vielleicht holen wir uns davon auch noch irgendwas. Ich weiß noch nicht. So, du, Razzo. Sofia. Übungsplatz. So, dann, Iconium hat die Minen ausgebaut. Öffentliche Ordnung könnte hier ein bisschen besser sein. Eine Ratskammer wäre auf jeden Fall gut. Oh, Iconium braucht auch einen Hafen. Ah, ne, warte mal, wir haben schon einen Hafen in Iconium. Gut, dann macht die Ratskammer. Caesarea hat die Straße ausgebaut, das ist exzellent. Ein Rüstungsschmied wäre sicherlich nicht verkehrt. Baronstelle. Verbessert das Ding. Abgesehen. Ja, mach mal das, weil ich glaube, noch ein paar mehr Infanterieeinheiten wären hier ganz gut in Caesarea. Antiochia wächst momentan noch ganz gut. In so eine heilige Stadt gehört hier eigentlich auch ein Bordell rein. Hihihi. Können wir sogar auf sehr hoch gehen. Wächst noch bald genug, da bin ich mir sicher. Ja, bau das Bordell erstmal. Da haben wir auch keinen Statthalter, oder? Nee, okay, gut. Weil man sollte diese Bordelle und so ein Zeug, das sollte man nicht in die Städte reinpflanzen, wo man Statthalter drin hat. Der kann sonst negative Eigenschaften bekommen.
Bild mal die Bauern fort. Aleppo, bauen wir mal einen Ballistenmacher. Bauen wir mal so einen Ballistenmacher. Akon. Hoher Steuersatz ist auf jeden Fall gut. Bauen wir auch da noch ein Bordell hin. Oder so eine Stadtgarde vielleicht. Bringt ja auch noch einen Bonus auf die öffentliche Ordnung. Damaskus baut auch noch irgendwas für die öffentliche... ja, Damaskus baut auf jeden Fall was für die öffentliche Ordnung. Ein Bordell wäre gut, ne? Die sind auch kurz vor der Wachstumsgrenze. Ja, okay, alles klar. Schadet nicht. So, Jerusalem hat das Rathaus gebaut. Hier können wir jetzt nochmal so richtig schön den Handel pushen, wenn wir das Lagerhaus ausbauen. Ja, machen wir es doch. Ach so, nee, wir sind nur auf niedrig mit dem Steuersatz. Das ist mir noch zu wenig. Also normaler Steuersatz sollte halt schon möglich sein. Deswegen baust du mir jetzt die Ratskammer. Gas baut auf jeden Fall auch noch eine Kapelle. Byzantinische Wachbogenschützen. Cool. Müssen wir eigentlich auch direkt welche von rekrutieren, ne? Wir warten vielleicht nochmal, bis wir ein, zwei mehr haben. Ich entscheide das dann später. Was bringt die Mini? 340 ist gekauft, ja. Machen wir hier eine Einheit. Skytikon Bogenschützen rein. Nur damit das Ding nicht direkt sofort erobert werden kann. Dich bilde ich fort. Hol dir mal eine. Sind die gleich teuer? Fast gleich teuer. Dann hol eine Einheit Bogenschützen. Ist fast genauso gut. Bau mir so eine doofe Kapelle, damit ich mich da nicht immer um die Religionsstreitigkeiten kümmern muss. So, das hat jetzt 7 Minuten gedauert, ne? Huiuiuiui. Also, Gefolge vergrößert. Sie von Makedonien Tänzerin plus 2 Agententalent. Ach, hier mein Spion auf Irakleon. Ja, ja, okay, gut, der bleibt da. Rundenbericht, alles paletti. Oh, diesmal haben wir viel Geld für den Bau ausgegeben, fällt mir gerade so auf. So, dann haben wir ganz viel Schiffchen gebaut. Eure Befehle greifen auf euer Marineblatt, das hat auch geklappt. Gut, du kannst direkt hier runter und weiter kundschaften. Ja, mein Herr, ich werde keine Spuren hinterlassen. Für heute. Edler Herr, natürlich. So. Eure Majestät, vorwärts! Und weiter geht's. Ersten Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Vielleicht machen wir das sogar dann mit dem Schiff. Vielleicht gehen wir hier sogar aufs Schiff und schippern dann weiter. Das gucken wir mal gleich noch. Eure Befehle, edler Herr. Du wolltest nach Gaza. Es ist mir eine Ehre. Okay, wir können ja mal versuchen, ihn zu vertreiben. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht. Sieht gut Gott aus. Gott hat den Gläubigen den Sieg geschenkt. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. So, belagern wir erstmal die Stadt. Wohin soll es gehen, Herr? Uiuiuiui. Untersuchung gestartet. Ah, das ist natürlich hier ein Fest für alle Rebellen, ne? Diese riesigen Provinzen mit nur einer Stadt, wo man echt nicht viel sieht. Ja. Sau bitter. Pass auf, weißt du was? Du bleibst mal noch da stehen. Herr? Mit dir wollte ich aufs Boot. So, du gehst zuerst mal hier hin. Setzen den Kurs, mein Herr. Und dann packst du mir mal noch die 2 Bogenschützen da rein. Die wollen wir nämlich nochmal gerne fortbilden. Bevor wir hier irgendwie weiter segeln. Was wir haben, das haben wir da schon mal. Gut, okay. Dann zeig mir mal die Armee. Ja, okay, du bist ja eh noch gar nicht so weit gekommen. Da ist es durchaus legitim.
Ja, segel mal nach Gaza und lass dich da noch einmal fortbilden. Ja, Herr. Frage ist, wollen wir hier noch irgendwas... Ja. Wollen wir hier noch irgendwas an Bogenschützen zusätzlich fortbilden oder ähnliches? Eigentlich nicht, ne? Mein Herr? Ja, mein Herr? Sehr gut, mein Herr. Mein Herr? Ja. Ja, der Ketzer da oben ist weg. Ich höre auf. Ja, mein Herr? Sehr gut, mein Herr. Ich bin Gottes Diener. Du mal dahin. Pack mir noch einen dazu. Ich brauche ja noch mehr da unten. Ja, Herr. Mein Herr. Den Burschen da, das muss ich mir noch merken, dass da noch ein Rebell ist. Weißt du was, du kannst mir doch mal gerade hier... Oh, fuck, warum kannst du hier keinen Wachturm hinstellen? Ach so, weil ich ein Feld neben der Grenze bin, glaube ich. Ich glaube, deswegen geht das nicht. Ah, nee, es ist ja noch nicht mal mein Territorium. Ha, ich behandle die schon, als würden sie zu mir gehören. Super. Ja, mein Herr. Okay, alle anderen Priester, die ich vergessen habe, kommen noch. Ich bin Gottes Diener. Ja, Herr. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht! Ja, warum nicht, ne? Lobet den Herrn. Er hat uns gerettet. Gott hat uns zu diesem Sieg geführt. Wir reparieren mal das ganze Zeug hier und dann bauen wir das Ding direkt aus. Und dann bauen wir eine Kirche hinterher. Und hier können wir irgendwann noch die Söldner Bogenschützen fortbilden. Das sollten wir auch noch machen. Cool, yo. Okay. Wie sieht das mit Bagdad aus? 5-3. Machen wir auch noch schnell. Oh, sollen wir die ausrauben? Da gibt es sau viel Geld für. Unser Mut hat gesiegt. Diese Länder gehören nun euch, Herr. Ach, mach Siedlung besetzen. Ich will die ja eigentlich ganz gern behalten. Ich gehe auf Niedrig mit dem... Upsala. Bin ich... Okay. So, Niedrig. Straße, reparieren. Fortbildung, noch nix. Aber gut zu sehen, dass das hier schon mal... Ja, da müssen wir... Da bleiben wir auf jeden Fall auf Niedrig. Ich will, dass die ganzen Städte hier ultra schnell wachsen. Damit wir deren Verteidigung aufbohren können. Also zumindest Bagdad sollte und Jerewan sollte. Gehen wir auf Niedrig. Bei den Städten kriegen wir dann diese coolen Ballistentürme. Die sind nämlich ganz, ganz nett. Okay, Leute. So, an der Stelle muss ich jetzt Schluss machen. 33 Minuten. Und das nächste Mal, wenn wir Ägypten vernichtet haben, dann sage ich nochmal ein bisschen was zu den Seldschuken. Also das sind ja die eigentlich die Vorfahren oder naja, wie könnte man sagen, die Seldschuken, das sind somit die stärksten Gegner, die stärksten Gegner von Byzanz gewesen, die ein seldschukisches Großreich gegründet haben. Nachdem, also die Gefahr mit den Arabern, die war ja irgendwann so mehr oder weniger erledigt, so 740 oder so war das. Vielleicht auch noch ein bisschen früher, ja, da war das nicht mehr ganz so dramatisch für die Byzantiner, aber später kamen dann die Seldschuken, womit die Byzantiner auch gar nicht gerechnet haben, ein, in Anführungszeichen, Turkvolk, ja, eine türkische Fürstendynastie, die Byzantiner das Fürchten gelehrt haben und die unter anderem eben auch dazu beigetragen haben, dass sich dieses türkische Volk in der heutigen Türkei angesiedelt hat. Also ganz, ganz einschneidendes Ereignis. Aber dazu später gerne mehr. Hier gibt es nochmal ein paar Boni. Sehr, sehr schön. Und was sind das da jetzt wieder? Oh, ey, diese doofen Venezianer. Ich könnte sie anzünden. 76% orthodox. Naja, okay, gut. Wollen die jetzt verchristen? Sind ja eigentlich ist es ja noch muslimisches Territorium. So mehr oder weniger, ne? Ah, halt, ja, dich habe ich vergessen. Den wollte ich noch. Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Ja, ich segne dich gerne. Hauptsache, du machst einen fertig. Lobet den Herrn. Er hat uns gerettet.
Natürlich. So. Befehle? Ja. Pack die schon mal dazu. Führen Armeen zusammen. Edler Herr. Okay, cool. Ja, nicht schlecht. Dann haben wir da jetzt noch so eine schöne Rebellenbekämpfungsarmee. Oder weißt du was? Du läufst dann hier hin und gehst dann hier aufs Schiff und so weiter und so fort. Aber erstmal. Ja. Bilde den mal fort. Greift an oder lass mich in Ruhe. Ja. Ich greife lieber an. In Ruhe lassen kann ich dich immer noch. Volle Segel. Geh zum Angriff über. Schwupps. Oh, wann geht dieses scheiß Ding endlich unter, ey? Ist ja wie Scheiße, die du nicht runterspülen kannst. Okay, so, mit diesen poetischen Worten bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Pax vobiscum, Valete.